geil. Nee, wirklich. Herzlich willkommen, neues Video. Heute M140i, kriegt eine Akrapovic-Anlage. Downpipe hat er schon. Wie ihr wisst, hat ja die Kombination, ist legal in dem Fall. Zeige ich euch nachher noch in der ABE. Genau, ihr dürft uns begleiten beim Einbau. Und jetzt packen wir mal alles aus, dass man auch mal sieht, wie das ankommt, das Zeug. Das ist nämlich so verpackt wie so ein Austauschherz, so ungefähr. Genau, wir fangen an, ihr dürft zuschauen. Auf geht's. So, die Anlage ist drin. Wir zeigen sie euch mal. Fangen wir mal vorne an. Die Akra Downpipe war schon verbaut. Und jetzt hat der Kunde sich entschieden, dass noch der Rest dazu kommen soll, was eine gute Idee ist, weil es klingt, ihr werdet es noch, wir machen noch Fahraufnahmen. So, ihr seht ja, Linkpipe kommt, wird direkt zweiflutig, geht komplett hinter, wird dann wieder einflutig in den Endschalldämpfer. Carbon-Endrohre wie eigentlich Akra immer. Und wollen wir schnell einhängen hier. So, jetzt. Genau, und ich meine, viele sagen ja immer, oh nee, Akrapovic muss nicht sein und so und hier und da. Aber jetzt schaut euch mal zum Beispiel das an. Schaut euch mal diese Schweißnaht an. Ist doch verrückt, oder? Und das kann halt einfach nicht jeder. Das genauso auf der anderen Seite hier. Das ist und die baut keine Maschine, oder? Nur so als Info. So, ich habe jetzt mal hier die ABE. So, weil in dem Fall ist das vollkommen narrensicher. So, das Ding sieht so aus. Ich hoffe, man kann es lesen. Der Kameramann ist ja nah dran. So, issued by, also geprüft, TÜV Süd München. Das heißt, die machen nicht irgendeine so Luxemburg irgendwas ABE, wie es mal der M-Performance-Schalldämpfer hatte, die danach wieder gestrichen worden ist. Immer TÜV Süd. Immer. So, hier ist der Verwendungsbereich. 335i, 340i, 435i, 1er, 2er, stehen alle drauf. Sogar der Hybrid, ist auch geil. Dann steht hier eben mit Catalytic Converter Originalpart oder Replacement Part. HJS Typ GB35 und die ECE-Nummer, die ist eingraviert auf der Plakette der Downpipe. So, und dann eben der Rest, der ist auch immer nummeriert. Ja. E-Nummer ist auf dem Endschalldämpfer drauf. So, das heißt, wenn man angehalten wird und legt das hin, und ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, weil es ist laut. Es ist laut, es klingt geil. Sag mal, das so. Und, aber hier, keiner kann euch was. Genau. So, wir lassen ihn runter, dann gibt es schon mal den ersten Kaltstart. Und dann machen wir noch ein paar Fahraufnahmen und ich erzähle euch nochmal generell ein bisschen was zu Akrapovic. Yeah.
Der Auspuff ist so geil. Nee, wirklich. Das ist geil. Hätte ich einen 40i, wäre die Akra dran. Es gibt ganz viele Anlagen, das ist so Remus, Bastuk, Friedrich, was auch immer alles. Aber Akra ist für mich persönlich Preis-Leistung, Verarbeitung, der Klang und immer legal. Das will man mehr. Man hört sie. Wir haben die GoPro außen hängen samt Mikro, also ihr kriegt da noch richtig geile Aufnahmen. Ein bisschen hört man es schon, ne? Papadabab. Geil. Und so ein 40i ist auch richtig geil. Taugt mir richtig. So. Heute taugt mir alles irgendwie. Weiß ich. Was gibt es noch zu sagen über die Anlage? Ich meine, wir haben sie jetzt ordentlich gezeigt, oben, unten, dass ihr wirklich mal alles seht, wie sie ankommen, wie die verpackt sind, wie die Montage bei uns erfolgt. Wenn ihr Fragen zu dieser Anlage habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Das Auto in dem Fall hat jetzt auch noch ein KW V3 drinnen. Knaller. Wir fahren ja auf Landstraße, die relativ uneben ist. Und selbst mein Kameramensch hat schon gesagt, das Auto fährt ziemlich geil. Das war es jetzt beim 1,40 mit der Akra. Wenn Fragen sind, wie gesagt, kontaktiert uns gerne. Wir machen euch gerne ein Angebot mit Montage. Downpipe auch für OPF-Modelle. Alles verfügbar mit Softwareanpassung, ohne. Und ihr kriegt jetzt noch ein bisschen Sound auf die Mütze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Yeah.